Hast noch mehr Pfeile. Räuberskalb und eine Rüstung. Zwar nicht ganz seine wertvolle. Aber trotzdem was wert. So, wir haben wieder drei Räuberskalpe zum Verkauf. Und wieder ein paar Pfeile für Imoen. Sehr schön. Was? Gut. Sehr gut. Sogar. Wir sind aber so angeschlagen, ja? Wir sollten eine kurze Rast einlegen. Ich habe gerade schon mal gespeichert. Egal. Was wollt ihr? Nichts. Und ein Wolfsrudel. Au, 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 au. Ich bin wie befallen. Ja? Das war nicht so der Plan. Was? Du übernimm mal den Wolf hier. Fehlschlag, schade. Und die ganze Gruppe sieht mittlerweile nicht so toll aus. Aber hey, wir haben einen Level Up für Talisa. Nichts leichter als das. Was wollt ihr? So, ein Level Up. Eine Stufe höher. Gibt uns leider keine Waffenpunkte mehr, aber einverstanden. 32.000. Wie ich sage, ich könnte jetzt Klassenkombination Kleriker machen. Aber ich denke, ich warte noch bis zu Level 6. Weil dann fangen wir wieder bei 1500 Erfahrungspunkten an und können uns dann wieder ziemlich schnell hocharbeiten. Was? Eigentlich. Zur Sicherheit, aber speichere ich noch mal hier kurz. LP 0012 Klassenwechsel Fragezeichen. Ah, das ist englische Tastatur hier. Das ist ein Plus. Ah, da ist das Fragezeichen. Speichern. Da folgende Zeichen nicht enthalten. Okay. Speichern wir einfach mal so. Gut. Falls ich mich doch anders entscheiden sollte. Ich hätte wirklich vorher mal nachgucken sollen, was andere so meinen. Aber jetzt nochmal rasten. Gut, wir haben geruht. Ihr habt eine Aufgabe? Ja. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Dann heilen wir jetzt mal ein bisschen hoch. Ja, o allgegenwärtige Autorität. Zwei hat sie noch für unsere Frontreihe. Und ich denke, Minsk und die anderen, die dürften mit ihren Lebenspunkten einigermaßen klarkommen, solange wir hier sind. Nichts leichter als das. Wir suchen dann nachher nochmal den Tempel von Berigost auf. Oder nee, das dürfte eigentlich gehen, wenn wir einmal ein oder zweimal schlafen und uns hochheilen. Und dann weitersehen. Und ich hätte mit Düna hier mit dem Identifizierungszauber den letzten Ring noch identifizieren können. Naja. Das können wir dann auch beim nächsten Rasten machen, wenn ich nicht wieder drauf vergesse. Weil ich will mir das Identifizieren gerne aufheben. Ich weiß ja eigentlich, was der Ring macht. Ist einfach nur zur Vollständigkeit. Hallo. Ist ja einfach nur zur Vollständigkeit, aber... Euer Eisen oder euer Leben? Nein, euer Eisen und euer Leben. Ja, das klingt schon besser. Was wollt ihr denn mit unserem Eisen? Unsere nicht gut zerbrechen wie Elfenknochen und machen klar zum Gespött. Haha, Witz. Schnell umbringen, keine Schmerzen, nehmen nur Eisen. Oh. Mich kümmert, denn ich verschwinde jetzt. Ihr habt schon erledigt. Du bist ja ein komischer Kraut. Argen. Ein böser Halboger, der wird gleich mal bombardiert.
bevor er uns auch. Was machst du da hinten? Khalid, fang mal den oberen Leon ab, der sich da von hinten anschleicht. Okay, der hat Schiss. Den lasse ich aber nicht einfach so davon kommen. So. Vince, guck mal, was sie dabei haben. Aus seinem Ring. Wieder Freundschaft. Schockberührung oder Kälteberührung und du? Geld, ein Haufen Schmuck, ein Skype. Einen magischen Zweihänder. Magischen Zweihänder. Zweihändiges Schwert plus 1. Beim zweihändigen Schwert handelt es sich um eine Weiterentwicklung des Langschwertes. Waffenspiele sind seit jeher daran interessiert, die bereits existierenden Waffen noch zu verbessern. Was bei einem Langschwert dazu führte, dass die Klinge verlängert wurde. Schließlich musste man auch den Griff verlängern. Musste auch der Griff verlängert werden. Und man brauchte nur zwei Hände, um das Schwert richtig zu schwingen. Das zweihändige Schwert dient hauptsächlich dazu, berittene Krieger zu zweiteilen und die Spitzenformation eines Heeres aufzubrechen. Na, sehr toll. Dieses Schwert eignet sich für die Aufgabe besonders gut, da es verzaubert wurde und nun einige magische Eigenschaften aufweist. Ja, 1W10 plus 1, ETW-Bonus plus 1. Das ist perfekt für Minsk, weil die hier machen eigentlich nur, genau, 1W10 plus 1. Er hat jetzt einen ETW von 14, damit müsste er einen ETW haben von 13. Sehr schön. So, gut. Du gibst das Räuberskalb noch ab. Was war ich beinahe unter meiner Würde? Und damit ist unsere ganze Gruppe mit magischen Waffen ausgerüstet. Ihr habt eine Aufgabe beinahe unter meiner Würde. Das heißt, unsere Gruppe ist jetzt sehr gut ausgerüstet eigentlich, um Yahira noch nachzuziehen. Nicht einfach da stehen bleiben, auch wenn du unzufrieden bist. Mit der Art, wie sich diese Gruppe entwickelt. Ja, das ist zum Glück im zweiten Teil, glaube ich, dann nicht mehr so schlimm. Oder noch schlimmer, ich weiß es gerade gar nicht mehr. So, ich will eigentlich nur noch den Rest dieses Gebietes aufdecken. Dann will ich zurück nach Berikost. Will dort das ganze Zeug, was ich gefunden habe, zu Geld machen. Ein-, zweimal schlafen in Ruhe, um uns hochzuheilen und Zeug zu identifizieren und so weiter. Und dann sehen wir weiter. Sterbt, ihr quiekenden Ratten. Zeit für ein Blutbad. Ich muss zugeben, ihr habt mich gerade kurz erschreckt. So. Töte die Orgrinions. Das. Jetzt sollten wir doch wirklich mal den Tempel vorbeischauen. Also im Tempel vorbeischauen. Mal gucken, wem fehlen gerade zurzeit Heiltränke. Ihm einer. Sie hat noch genug. Du kannst mal. Du brauchst nämlich nicht so oft Heiltränke. Kannst mal den beiden wieder 5 geben, so dass sie voll sind. Ja? Nichts leichter als das. So, danke, sehr nett. Die hintere Reihe braucht ja zum Glück nicht so oft Heilung. Oder eigentlich im Idealfall sollte sie nicht so oft Heilung brauchen. Deswegen haben die auch keine Heiltränke. In den Quickslots. Das ist übrigens in etwas neueren Spielen, gerade in Neverwinter Nights 2, ein bisschen angenehmer. Da hat man eine Quickslot-Leiste und kann einfach Sachen aus dem Inventar da reinziehen. Da ist das Inventar auch etwas größer als hier. Auch wenn es immer noch die Gewichtsbeschränkung gibt.
Aber von der Größe her macht das Inventar dann nicht mehr so viel aus, wie jetzt hier zum Beispiel. So, das Gebiet ist erkundet. Wir begeben uns nach Perikos und dann geht es darüber. So, gleich bei dem windigen Schwindler. Obwohl, nee, halt. Es ist noch Tag, wenn wir jetzt einmal rasten, ist es... Ja gut, dann wäre es... Es ist jetzt 6 Uhr morgens. Ja, dann wäre es 14 Uhr, wenn wir einmal rasten würden. Trotzdem, wir suchen jetzt erst die Schmiede auf, weil die ja gleich nebenan ist. Gucken, was wir ihm verkaufen können. Beinahe unter meiner Würde. Ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. Jo, was habt ihr zu verkaufen? Also von dem Zeug, was wir hier haben, will er nicht viel. Leider. Nur die beiden Klunker. Ah, dafür ist er den Klunkern hier interessiert. Bolzen plus 1 will er auch nicht unbedingt. Aber Klunker können wir bei ihm verkaufen. Rüstungssachen auf jeden Fall. Langschild. Oh, die Zweihänder sind ein bisschen was wert. Sehr schön. Den Joll. Und die Zweihänder. Sehr gut. Du hast nur ein Luchsauge und ein Aquamarin. Du hast gar nichts, aber du brauchst Pfeile. Pfeile, Pfeile, Pfeile. 2, 3, sagen wir mal 4 Stacks. Du brauchst Kugeln. 1, 2, 3, 4 Stacks. Und du hast doch nichts Interessantes, was wir loswerden möchten. Ja, das mit den 4 Sticks war sehr gut, weil wir mussten nachfüllen. Du hingegen hast noch in jedem Slot Pfeile. So, gehen wir mal Khalid den Schmuck und den gammligen Trank hier, den wir loswerden möchten. Minze hat auch noch ein paar Sachen zum Loswerden. Genauso wie Talisa, das verteilen wir mal auf die beiden, dann wissen wir, wo alles ist. Da müssen wir nicht so sehr suchen. So. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Dann verlassen wir mal das Haus. Also die Schmiede. Gehen in den windigen Schwindler Räuberskalpe verkaufen und einmal schlafen. Und ich glaube, dann gehen wir rüber zu Felspost, zum Wirtshaus. Das liegt ja hier. Wir haben übrigens Perikos noch gar nicht fertig angeschaut, aber ich denke mal, das machen wir, nachdem wir an der Küste waren und bevor wir in die Räuberwälder gehen. Also, bevor wir uns das hier ansehen. Also der Plan ist ja jetzt die Küste, dann Ulcaster. Ich würde sagen die Küste, dann Perikos, dann Ulcaster. Und die beiden Gebiete hier, dann nochmal Perikos. Und dann die Räuberlagergebiete hier oben, also Larswood, Pale Trail und das Räuberlager. Kann ich irgendwie behilflich sein? Ja, wir haben Scalps für 200. Und wir wollen einmal rasten. Wie wär's mit einem Whisky? Ich brauche einen Schluck. So, wir können einmal königlich schlafen. So. Das bedeutet einmal heilen. Dünner hier kann das hier identifizieren. Yep, ein Schutzring plus 1. Zurück an Khalid damit. So. Der dadurch weniger Rüstung hat als ich. Warum hat er eigentlich weniger Rüstung? Achso, weil er höhere Geschicklichkeit hat als ich. Das wird sich aber auch irgendwann noch ändern. Ja, gut. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. So. Was wollt ihr? Du heilst erstmal die hinteren Verletzten. Ja, oh, also Imoen und dich selber. Dann kannst du Minsk etwas heilen. Wir brauchen einen Schluck starkes Fernbier.
Und nochmal Minz. So. Dann verlassen wir mal kurz diesen Ort hier. Gehen rüber zum Feldposts Wirtshaus. Gucken nochmal währenddessen ins Inventar. Hier wäre noch ein Umgangsslot frei. Also ich glaube, ich schätze mal, wir kriegen nicht alle Slots bei jedem Helden voll. Wir könnten irgendwann mal Halsketten gebrauchen.